Moin Leute, heute haben wir ein sehr, sehr spezielles, geiles Video zum Thema Motorsport. Aber es geht nicht um Zweirad, sondern um Vierräder, denn ich hole heute mein neues Auto ab. Ihr kriegt davon heute das erste Mal mit. Für mich ist das schon eine lange Reise, denn im September letzten Jahres habe ich auf Instagram, auf Social Media eine Werbung gesehen für ein Auto. Und dachte mir, Alter, wie krass sieht das denn aus? Das gucke ich mir mal live an. Hab's mir live angeguckt im September. Ein paar wissen jetzt schon Bescheid. Auf Instagram gab es da ein bisschen was zu sehen. Und ich fand dieses Auto so geil, dass ich es mir tatsächlich vorbestellt habe. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. 9 Monate später, wenn ich mich nicht verrechnet habe, stehen wir hier vor Lotus, Wiesmann und Co. in Hamburg und holen mein neues Auto ab. Ich bin so aufgeregt. Das ist, glaube ich, das erste komplett eigene Auto, was ich mir gekauft habe und was ich mir alleine gekauft habe. Ich hatte natürlich schon einige Autos, aber das erste war von Mama mit 18, also ihr Auto, was ich mitfahren durfte. Dann von Papa. In Australien hatte ich einen Van, den haben wir uns geteilt. Und dann hatte ich halt immer die Mercedes. Es war eine schöne Zeit, es waren geile Autos. Der AMG, die G-Klasse, alles waren tolle Autos. Aber es waren nicht meine, ich durfte damit nicht viel machen, nicht folieren, nicht Auspuff ändern und so weiter. Und ich dachte, jetzt wird es Zeit und ich habe mir was richtig, richtig, richtig Geiles geholt. Ich hoffe, ihr findet das genauso geil wie ich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und spannen euch nicht länger auf die Folter. Das ist der Michel von Lotus. Moin, schön dich zu sehen. Na, mein Lieber, auch schön dich zu sehen. Ich habe Monate, wochenlang auf deinen Anruf gewartet. Jetzt am Freitag kam er endlich. Ich hätte ihn quasi schon Freitag abholen können, ne? Ja. Aber wir waren ja auf der MotoGP und man sagt ja bekanntlich, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja. Und davon hatte ich jetzt genug. Und jetzt stehen wir hier und es ist endlich soweit. Jetzt mache ich tatsächlich, damit das mit uns beiden auch noch klappt, extra ja auch gerade meinen Urlaub irgendwie. Noch stimmt, stimmt, das muss man mal sagen. Ja. Shoutout hier an Michel, weil du bist im Urlaub. Deine Frau freut sich richtig, dass du hier um 9 Uhr morgens im Urlaub doch nochmal herkommst. Ihr haut dann später ab, oder was? Liebe Grüße an Sandra, die ist gerade ein bisschen stinkig zu Hause und wartet auf mich. Sorry Sandra, ne? Tut mir leid. Aber wir kriegen das hin. Ihr könnt schon mal die Kamera ein bisschen drehen, denn hier unter diesem wunderschönen Tuch steht das Kfz. Hoffen wir es, wir wissen es nicht. Wissen wir nicht? Hast du es nicht darunter versteckt? Hat es jemand anders gemacht? Also man kann von der Form schon erkennen, es wird sportlich, es wird geil, es ist ein Zweisitzer und ich muss schon, also diese Form, die Leute wissen noch nicht, was es ist. Die Form ist absurd geil. Also gerade unter diesem Tuch fällt einem noch mehr auf, wie geil und wie sportlich dieses Auto ist. Ne? Und also muss ich das da rausfahren oder was? Das mache ich noch. Aber weil du Angst hast, dass ich das nicht hinbekomme? Naja, weil es tatsächlich so viel Platz ist. Das Auto ist deutlich breiter als alle Autos in der Richtung, die wir vorher hatten. Und deswegen passt die Tür auch wirklich gerade eben noch. Guck mal, man kann so ein bisschen sehen durch dieses Tuch, welche Marke es denn geworden ist. Es ist ein Lotus, weil ihr habt hier ja auch mehr vor Ort. Anders als bei David ist es natürlich kein Exige. David hat ja ein ähnliches Modell wie den hier. Und das ist halt wirklich Go-Kart-Feeling. Ne? Das ist super rough. Hier hat man nicht viel drin, keinen großen Bildschirm und hat halt das totale Race-Feeling. Ich, wisst ihr ja aber von meiner Mercedes-Zeit auch noch, stehe voll auf ein bisschen Komfort, ein bisschen CarPlay, Hilfsassistenten. Und das haben wir jetzt bei dem Auto. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt das Tuch ab. Es ist der neue Lotus Emira. Guck mal hier auf dem Schild. First Edition. Ist das geil. Es ist, wenn ich richtig liege, der letzte Verbrenner von Lotus. Ja. Richtig? Danach wird nichts mehr gebaut, was irgendwie einen Motor hat. Also einen Verbrennermotor hat. Alles danach ist rein elektrisch. Kein Hybrid, kein gar nichts. Rein elektrisch. Ja, der letzte wahre Lotus, wenn man so möchte. Der letzte wahre Lotus. Wir haben einen 3,5 Liter Toyota Motor. Mit Kompressoraufladen. Ihr arbeitet ja mit Toyota schon ewig zusammen. Ja.
Ich glaube, von der Exige ist auch ein Toyota-Motor drin, ne? Genau, selbst die alten Elise-Modelle haben eben halt schon seit Ewigkeiten Toyota-Motoren drin. Und der V6, im Prinzip der gleiche, wie eben halt auch David bei David in der Exige ist, der wird mittlerweile seit, lass mich lügen, ich glaube seit 2010 schon in den Autos verbaut und fährt und klingt einfach geil. Aber das ist ja voll, erfahren. Das stimmt. Deswegen, Sound werden wir gleich auch hören. Fand ich super interessant mit Toyota, habe mich da auch ein bisschen erkundigt. Liegt vor allem daran die Zusammenarbeit, dass es in den 80ern andersrum war. Da hat Lotus natürlich geholfen bei der Entwicklung bei Toyota. Und jetzt geht quasi die Lotus-Entwicklung im Toyota wieder zurück in Lotus, also so, wie es sich gehört. Wir haben über 400 PS, ne? 400, 405 oder sowas? PS, genau. Abartig, auf 1400 irgendwas Kilogramm. Okay. Unglaublich. Und wie ich es eben angesprochen habe, ist er offen? Ja, das Auto ist offen. Wie ich es eben angesprochen habe, wir haben halt drin mehr Komfort. Und das ist halt geil. Gerade für einen Lotus gar nicht so typisch. Ne? Normalerweise hat man immer in einem Lotus so dieses Ruffle, was ich eben schon erzählt habe, Go-Kart-Feeling. Und hier hat man genau das, was ich geil finde, mehr Auto. Ne? Du hast zwei voll digital Displays, du hast ganz, ganz viel Komfortelektronik, die du vorher nie hattest in einem Lotus. Es ist ein schöner Mix, eine schöne Balance zwischen einem richtigen Sportwagen, aber eben halt auch einem Gran Turismo, den man auch im Alltag nutzen könnte. Ja, ich muss mal ganz kurz... Hey. Oh. So. Ich kenn's, Heuschnupfen. Ja, es geht wieder los, es ist echt schlimm. Ja. Ich habe dir extra alles eingepackt gelassen, damit du das... Oh, das ist so schön. Du kennst mich schon jetzt. Du bist der Erste, der reinfurzen darf. Ich habe es versucht, aber es ist von der Folie wieder... Sehr gut. Das wollte ich hören. Dazu muss ich noch ein kleines Statement geben, denn es gibt dieses Auto handgeschalten. Ich habe mich trotzdem für die Automatik-Variante entschieden. Und da wird es natürlich viele, gerade so Auto-Enthusiasten unter euch geben, die sagen, hä, wie kann man das machen? Nimm das doch handgeschalten. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch drüber nachgedacht. Bei mir liegt es einfach daran, dass es für mich jetzt nicht ein reines Rennstreckentool oder Landstraße-Ballerfahrzeug ist, sondern dass ich das auch mehr daily fahren möchte, auch durch die Stadt und so weiter. Und mich nervt es einfach im Stop-and-Go, im Stadtverkehr mit der Kupplung und so weiter. Außerdem heutzutage, also die Schaltwippen, so ein DSG-Getriebe funktioniert einfach saugut und macht auch auf der Rennstrecke Spaß. Ne? Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber kann ja jeder für sich entscheiden. Ich fand das immer so schön, JP hat das mal gesagt. Ja, aber es ist mein Auto, entscheide ich, hol dir einen eigenen, dann kannst du es anders machen. Ne? Von hinten guckt euch das an. Es ist so schön mit dem ganzen Schwarz da drin und dann auch diese Lichter und das Geschwungene. Wahnsinn. Ich finde, es gibt keine Perspektive, aus der das Auto nicht geil aussieht. Mach ich vollkommen ernst. Das ist mal hier. Habt ihr es gehört? Es gibt keine Perspektive, aus der das Auto nicht geil aussieht. Das stimmt. Also diese Form, deswegen, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, ich habe den das erste Mal gesehen, habe mich verliebt und dachte mir, es kann nicht wahr sein, wie schön ist dieses Auto. Wie schön ist alles? Also hier diese Lüftungsschlitze, diese Form, Kanten, Kurven, das... Alles passt hier designtechnisch so schön ineinander. Hinten der Motor, den man sehen kann, das schwarze Dach, vorne hier diese Lüftungsschlitze, die Lichter. Also es ist einfach wahnsinnig schön. Den Schlüssel gebe ich jetzt aber dir, weil wir wollen natürlich den Sound hören. Und bevor wir den Sound hören, beziehungsweise während du einsteigst, haben wir noch das absolut Geilste, und zwar das Folien entfernen. Ihr wisst, es ist so toll. Wir müssen es ganz kurz machen. Und zwar einmal hier. Kannst du es sehen? Oh, komm. Oh. Oh, es ist so schön. Und hier, guck mal noch bei der Box. Oh, dieser Sound ist so geil. Aber jetzt werden wir noch einen schöneren Sound hören. Ist jemand zu Hause? Ist das geil. Oh, ist das heftig. Oh, ist das nice. Wirklich. Mit kleinem Kofferraum hier natürlich. Muss ja sein. So viel passt hier nicht rein. Und da sehen wir den schönen V6. Auch so schön, wie das hier so draufsteht. Lotus. Und
auch super geil. Drosselklappe, eines der geilsten, also die Unterdose für die Drosselklappe, eines der geilsten Features am Fahrzeug. Du kannst von vorne, egal ob als Fahrer oder als Beifahrer, über den Rückspiegel sehen, dass sich die bewegt. Genau, die Gasstellung. Das ist so geil. Genau, durch die Scheibe hier drin, ne? Und dann bewegt sich dieses Ding quasi nach oben und nach unten, je nach Gasstellung. Du hast vorne eben halt Wasser- und Ölkühler. Ja. Und dementsprechend hast du eben halt auch hier ein komplettes Package an Kühlern eben halt auch hinter, die natürlich auch irgendwie gekühlt werden müssen. Das heißt, die Luft geht hier rein und hier hinter bildet sich richtig so ein Airstream. Ich glaube, das nennt sich Venturi-Prinzip. Oder Venturi-Prinzip. Und die Luft drückt eben halt vorne rein und kommt hier wieder raus und drückt dadurch, geil, unabhängig davon, dass es zusätzlich auch kühlt natürlich, die Vorderachse richtig auf den Boden, sodass du noch mehr Abtrieb auf der Vorderachse hast. Ah, krass, also quasi fast wie so ein Spoiler, den man hinten hätte, hat er dieselbe Funktion hier vorne. Genau. Das ist ja super interessant. Nachteil ist halt, du hast keinen Kofferraum. Auf der anderen Seite, wir reden hier von einem Performance-Fahrzeug, dadurch ist die Performance immer besser. Anpressdruck gegen Kofferraum kann man auch mal ganz gut tauschen, oder? Das ist doch ein guter Tausch, finde ich. Also zwei Handgepäckkoffer kriegst du dahinter. Ah, krass, stimmt. Ja. Also der Sitz ist jetzt fast komplett hinten. Ja. Du hast trotzdem noch Platz. Also kann man das erkennen oder ist es zu dunkel? Man hat hier hinten tatsächlich bis hier quasi Platz. Ne? Das sind 30, 40 Zentimeter oder so, die man hier hinten noch hat. Gerade für Rucksäcke oder wie du sagst, Handgepäckkoffer oder so. Ach geil, guck mal, hier ist auch First Edition Badge. Das ist geil, ne? Diese ganzen kleinen Details. Genau, wir haben uns entschieden, kann man auch mal sagen, für rote Ziernähte. Ja. Finde ich, passt sehr geil, ist super schön sportlich. Passt auch hier zu diesem, ist das ein Schutz oder wie? So ein Cover, ne? Also Lamborghini hat das beim Huracan ja auch. Ich finde es einfach ein mega tolles Detail. Als wenn du in einem Kampfjet sitzt oder ähnliches. Ja, voll. Kennst du die Geschichte mit Lamborghini? Wieso das so ein Loch ist? Früher war das ein Glas und die Leute haben sich beschwert, weil die zu faul waren, das hochzumachen. Und dann haben sie das Glas rausgenommen, damit du einfach drücken kannst. Genau. Das kannst du halt hier auch genauso. Ja, genau. Wenn du kleine Finger hast, mit dem kleinen kannst du hier reindrücken. Ja. Aber echt mega schön. Gerade auch hier diese ganzen Details. Ne? Hier steht nochmal Emira drauf und so. Das sieht halt alles hochwertig und nach Qualität aus. Und das finde ich besonders geil, weil ihr kennt das da draußen. Es gibt Autos, die teilweise super teuer sind, wo du einsteigst und der Innenraum sieht so schlecht verarbeitet aus. Weißt du, wie ich das meine? Oder wisst ihr, wie ich das meine? Das ist irgendwie mir doch auch ganz wichtig. Ich bin halt auch so ein optischer Mensch, ich bin visueller. Ich finde das alles schön hier, Alcantara und so. Das gefällt mir sehr gut. Und wie ich es angesprochen habe, wir haben halt hier Bildschirm, wir haben CarPlay. Okay, ich habe ein richtig geiles Detail gefunden. Da muss man gucken, ob du das filmen kannst. Guck mal, wie geil ist das denn? Ja. Siehst du das? Mhm. Der hat einen Helm auf. Das ist absolut geil. Mega nice Detail. Sowas liebe ich. Finde ich klasse. Alter, das ist eng, oder? Boah, auch nochmal ganz anders hier in dem Licht. Draußen sieht es echt nochmal ganz aus. Du bist ja jetzt so durchgerast. Ich hatte kurz Angst. Du so, ja, das dauert lange. Ich fahre lang. Und du so, ja, sag mir mal an. Aber ich fahre trotzdem einfach raus. So. Ich muss dazu sagen, ich bin genauso auch reingefahren. Und ja gut, ich mach das halt ein paar Mal. Also, ich habe eben schon gesagt, ich habe noch kein Fahrzeug beschädigt beim Rein- und Rausfahren. Sehr gut, dass meins jetzt nicht das erste ist. Nein. Boah, ist das geil, wirklich. Ja. Unglaublich. Ja. Oder? Anderes, ja. Ich finde es auch besonders. Ich finde es besonders geil, auch von der kompletten Seitenansicht. Also, wenn man genau seitlich dazu steht. Guck dir diesen Hüftschwung, guck dir das jetzt, das sieht nur geil, oder? Noch mal geiler. Alter. Das Fahrzeug senkt sich auch noch ein kleines bisschen ab. Ja. Und es, ich brauche gar nicht sagen, ey, guck dir das jetzt schon an, das sieht so geil aus. Auch so wie das Heck hinten hoch, der Schwung, die Räder, die Bremse, es passt alles zueinander. Ich bin ein bisschen sprachlos auch noch, aber unglaublich happy. Also ich freue mich total. Ist das schön, wirklich. Und da muss man natürlich auch noch mal sagen, klar, es ist immer ein bisschen cheesy, aber stimmt halt. Es liegt vor allem an euch, dass ich so ein Auto fahren darf. Deswegen geht natürlich ein großes Dankeschön raus an jeden Einzelnen von euch da draußen, der mich supportet, der die Videos guckt. Wenn es nur ein Like auf Insta ist, es hilft mir immer viel. Und ich glaube, ihr seht es, ich freue mich, ich bin sehr emotional. Und deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie viel oder was ich sagen soll. Deswegen beende ich das Video schon. Ihr seht noch ein paar
Ausschnitte von der ersten Fahrt jetzt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Catch me howling at the moon.